Guter Pass auf Aogo, Aslan. Und da muss er eigentlich noch den Ball weiterspielen auf Beister, der jetzt am Ball ist und das Tor trotzdem macht. Das hätten sie schon viel früher haben können, wenn Aslan Beister sofort eingesetzt hätte. Aber Doppelschlag durch den HSV. Minute. 1:0 und 2:0. Hier hätte Aslan eigentlich Beister schon direkt einsetzen müssen. Er versucht selbst, aber dann Beister durch Rogul und Rotpuller hindurch. Und diesmal sieht Lindner vielleicht nicht ganz so gut aus, aber da wird der Ball abgefälscht. Also keine Chance für ihn, an diesen Ball ranzukommen. Wäre er nicht abgefälscht gewesen, hätte ihn Lindner vermutlich parieren können. Aber hier sehen wir es, wie Rotpuller da ranstürzt und den Ball unhaltbar abfälscht. 2:0, jetzt geht's doch in die richtige Richtung.